Und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe Zentraltalk Spezial. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße die angeschlossenen Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und der ganzen Welt im Internet. Schön, dass ihr euch wieder gemeinsam und natürlich distanziert zu Hause versammelt habt, um hier beizuwohnen bei unserer wunderbaren Ausgabe von Zentraltalk Spezial. Heute mit einem großartigen Gast, dem Museumsdirektor der Staatlichen Kunstsammlung Chemnitz, Frederik Bußmann. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Danke fürs Kompliment. Staatlich sind wir noch nicht, städtisch. Ach, städtisch, Entschuldigung. Aber Ambitionen sollten wir haben. Ich habe gleich mal ein bisschen groß gedacht. Ja, sehr gut, einfach mal, sehr gut. Weil man muss ja auch mal, die Zeiten bringen ja auch Chancen, deswegen kann man ja auch mal träumen, oder? Großdenken, ganz, ganz wichtig. Wunderbar, sehr schön. Herr Bußmann, wie geht es Ihnen? Noch ganz gut. Relativ gesund, keine Schwierigkeiten mit Corona oder Ähnlichem. Ich habe noch keine Atemschutzmaske, das ist, was mich etwas beunruhigt. Ja. Hinsichtlich meines abendlichen Essensprogramm. So. Genau. Insofern, deswegen könnte man einfach sagen, Sie gehen nicht einkaufen. Oder lassen Sie jetzt einkaufen gehen? Vielleicht kann ich liefern lassen, das wäre eine Option. Ja, vielleicht. Das funktioniert zum Beispiel McDonald's oder Burger King. Lieferando. Lieferando, genau. Das funktioniert. Sehr schön. Was die Zuschauer vielleicht vorneweg nicht wussten, Sie sind ja Museumsdirektor. Wie wird man das und warum? Warum man es wird? Weil man gestalten möchte, glaube ich. Das war mir zumindest wichtig. Ich habe Kunstgeschichte studiert und Geschichte studiert. Es war nicht klar, was ich werden wollen würde. Es entwickelt sich natürlich mit der Zeit. Es war noch nicht mal klar, dass ich ins Museum gehen würde. Im Endeffekt habe ich nach meinem Studium dann noch promoviert. Am Anfang war es tatsächlich so, dass ich nicht sofort arbeiten wollte, sondern ein bisschen Zeit auch haben möchte für mich oder Dinge zu entdecken. Und dann habe ich mir dann doch überlegt, ich habe 2 Jahre in Paris gearbeitet im Wissenschaftlichen Forschungsinstitut, habe dann aber festgestellt, dass eigentlich die Arbeit mit den Objekten, die Arbeit im Museum, die Arbeit mit der Öffentlichkeit mir wichtig ist, Ausstellungen machen, mir Spaß macht und habe mich dann dazu entschlossen, ein Volontariat in den staatlichen Bayerischen Staatsgemäldesammlung in München in Pinakotheken zu machen. Und dort, ich war in München dann 2-3 Jahre und bin dann nach Leipzig gegangen als Kurator, erste feste Stelle als Kurator in Leipzig am Museum der Bildenden Künste. Und nach 7 Jahren wurde ich gefragt, also 2018, Ende 2017 wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in Chemnitz mich zu bewerben auf die Nachfolge von Frau Mössinger. Da war ich etwas unsicher, ob ich das tun soll, ob ich da sozusagen reif, weit genug für bin. Auf der anderen Seite denke ich mir, man sollte Sachen probieren, groß denken, versuchen, machen. Das ist ein bisschen auch der Spirit dieser Stadt, glaube ich, einfach mal machen und tun. Und dass ich mich beworben habe und das hat dann auch geklappt. Insofern, es ist nicht so, dass man geboren wird und weiß, man wird Museumsdirektor. Es sind viele Zufälle. Man hat Glück, man hat natürlich auch Ambitionen, man strengt sich an, klar, das gehört dazu. Aber am Ende wird man Museumsdirektor und muss gucken, dass man den Job gut macht. Fühlen Sie sich jetzt reif dafür? Man wächst mit den Aufgaben, würde ich sagen. Sehr gut. Was macht für Sie Kunst aus? Eine sehr große Frage, oder? Die wir durchaus kurz beantworten. Was macht Kunst aus? Kunst hat ist für mich vielleicht ein Gegenort, ein Gegenmodell zu dem, was sozusagen Funktionalismus ist oder dem, was Wirtschaft sein kann, was Politik sein kann. Kunst ist für mich etwas, was vielfältig ist, was vielleicht so etwas wie eine Heterotopie ist. Das hat zumindest Michel Foucault in einem anderen Kontext das so genannt. Kunst bietet sozusagen Gegenorte und das kann etwas mit Schönheit zu tun haben, das kann was mit Fantasie zu tun haben, es kann etwas zum Andenken sein, zum Mitdenken, zum Anregen sein. Kunst ist sozusagen ein Freiraum, den wir, glaube ich, brauchen, um andere Modelle zu denken, andere Welten zu denken, ein Stück weit vielleicht auch, um zu uns zu kommen, wegzukommen von einer zu starken Rationalisierung vielleicht auch. Also Kunst kann wirklich vielfältig sein und ich glaube, Kunst ist etwas, was wir alle lebenswichtig brauchen für unser tägliches Dasein. Okay. Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen einem städtisch geförderten Museum wie der Kunstsammlung und einem freien Festival wie den Begehungen? Ja klar, das sind völlig andere Formate. Also das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir sind sozusagen als städtische Institution dafür da, den städtischen Kunstbesitz zu verwalten. Also die klassischen Aufgaben des Museums sind ja sammeln, bewahren, erforschen, ausstellen, vermitteln in einem Haus, das dafür gebaut ist, mit einem Team, was sozusagen dafür gebaut ist,
Stück weit für die Ewigkeit zu arbeiten. Das ist eine ganz andere Aufgabe als ein Festival, was ja temporär gedacht ist, was ja in der Stadt passiert, was experimentiert. Ein Museum sollte in Ansätzen auch die Möglichkeit haben zu experimentieren, aber ist natürlich sozusagen in der gesamten Struktur etwas schwerfälliger, etwas langsamer und hat nicht im gleichen Maße wirklich auch die Freiräume, dann das zu tun. Ich fände es schön, wenn Museen da auch mehr wagen würden oder auch wenn die Kunstsammlung zum Beispiel ein Museum der zwei Geschwindigkeiten sein können, sowohl einen Laborbereich entwickeln, in dem experimentiert werden kann, durchaus auch im Stadtraum experimentiert werden kann, als auch sozusagen diese etwas klassischere und genauso wichtige Arbeit der Sammlungspflege und vielleicht der etwas längerfristigen wissenschaftlichen Arbeit betreiben. Aber es sind wirklich völlig unterschiedliche Dinge. Dann sitzen Sie ja eigentlich an der richtigen Stelle, um so einen Laborbereich dann auch mal zu entwickeln oder auch anzugehen. Genau, sehe ich genauso. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Man muss mal gucken, was kriegt man hin mit der Zeit, wer macht es. Wir haben das letztes Jahr versucht mit dem Open Space, in dem wir sozusagen hinterm Karl-Marx-Kopf so einen Raum eingerichtet haben, der nicht ein Raum der Kunstsammlung alleine war, sondern der von den Kunstsammlungen initiiert wurde, in dem Ausstellungen stattgefunden haben, in dem Konzerte waren, Workshops, in dem die Stadt sozusagen auch die Möglichkeit hatte, selbst oder die Vereine, Initiativen, die in der Stadt sind, etwas zu organisieren. Das halte ich für sehr wichtig, dass sozusagen ein Museum dann auch in den Stadtraum reingeht. Stichwort ist der dritte Raum. Und umgekehrt wäre es schön, wenn man das auch in die Museen selbst auch reinbekommt. Das ist aber gar nicht so einfach immer. Okay. Wodurch kann Kunst Ihrer Meinung nach besser wachsen? Durch gute Finanzierung oder durch Freiheit, durch Kreativität? Keine Ahnung, ich bin kein Künstler. Ich würde sagen, Kunst braucht in jedem Fall sehr viel Freiheit. Das halte ich für fast das Wichtigste, dass die Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit haben, frei jenseits von Aufträgen, jenseits von Zwängen nachzudenken, ihren Ideen nachzugehen. Die Freiheit hört natürlich dort auf, wo auch die ökonomischen Verhältnisse greifen. Insofern kann man das eine auch nicht komplett vom anderen trennen. Eine gewisse Grundförderung, eine gewisse Grundunterstützung halte ich für sehr wichtig, weil bei der ganzen Freiheit, die ich habe, wenn ich mich nicht davon ernähren kann oder wenn ich nicht über die Runden komme damit, dann bringt das auch nichts. Also sehen Sie auch für eine freie Kulturszene eine gute Finanzierung als unabdingbar? Ich denke ja. Das ist, also man muss immer gucken, was ist das Maß, was ist der Maßstab. Ich glaube nicht, es ist die Aufgabe der einer Stadt, einer Kommune oder eines Staates ist, komplett alles durchzufinanzieren. Also die freie Kulturszene ist auch frei, weil sie eben auch ein Stück weit auch unabhängig sein will, zu Recht unabhängig sein will. Aber ich denke schon, dass es eine Grundfinanzierung auch geben muss, eine Grundförderung auch geben muss, um bestimmten Projekten auch die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Okay. Sie hatten jetzt schon mal so ein paar Punkte angesprochen, wo das Museum sich, ich bezeichne es einfach mal so ein bisschen, auch öffnet der breiteren Öffentlichkeit oder sich da auch besser positioniert. Aber täuscht der Eindruck, dass Hochkultur in Chemnitz ausschließlich an dafür vorgesehenen Plätzen stattfindet und sich wenig flexibel über das gesamte Stadtgebiet ausbreitet? Was genau ist Hochkultur? Schon so, Museen, Theater, alles das, was vielleicht auch so ein bisschen staatlich, städtisch gefördert wird, also was auch so ein bisschen vielleicht ja von einer gewissen Hand oder auch der öffentlichen Hand so finanziert wird und vielleicht so ein bisschen gelenkt wird, ohne das jetzt zu hoch anzuhängen, aber hinter einer Finanzierung sind ja auch immer gewisse Verpflichtungen dabei. Ja, ich bin nicht so ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Also klar, die Museen haben ihre Orte, in denen sie agieren, Theater, Oper genauso. Wie gesagt, es gibt Bestrebungen vom Museum auch in den Stadtraum reinzugehen. Gleichzeitig gibt es auch gute Gründe, warum man bestimmte Orte hat. Und es gibt auch gute Gründe, warum nicht alles sozusagen städtisch organisiert werden muss oder staatlich organisiert werden muss. Ich denke mir, es ist auch gut, wenn es Räume gibt, in denen die Bürgerinnen und Bürger, die Künstlerinnen und Künstler ein Stück weit auch selbst agieren können, ohne dass sofort irgendwie sozusagen etwas Städtisches oder Staatliches dazukommt. Also so ein Maß an Eigenorganisation, auch ein gewisses Maß an Freiheit ist auch, glaube ich, ganz, ganz hilfreich. Und ich finde, in Chemnitz funktioniert das, soweit ich das jetzt sehe, eigentlich relativ gut. Es gibt sehr viele Festivals, es gibt sehr viele Projekte und Initiativen, die sich hier versuchen, die zum Teil erfolgreich sind, zum Teil dann wieder eingehen. Das muss man immer mal gucken, woran das liegt. Es kann auch nicht alles immer Bestand haben, aber ich finde, es passiert erstmal relativ viel für so eine Stadt und sehe da auch gar keinen sozusagen Widerspruch zwischen
Hochkultur und dem Rest. Es gibt sozusagen von, es muss alles geben. Es gibt, ich wüsste nämlich auch nicht, was ist denn das Gegenteil von Hochkultur? Ist das jetzt Mittelkultur? Mittelkultur, Niedrigkultur? Ja. Also für mich klingt das immer so ein bisschen nach, ich scheue mich sozusagen, diese Dinge gegeneinander auszuspielen. Ich denke mir, es braucht von allem etwas. Es ist alles wichtig, alles hat unterschiedliche Publika, unterschiedliche Adressaten, unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Alles hat seine Berechtigung und es ist wichtig, dass eine Stadt eben vielfältig ist und dass es auch wirklich vielfältig auch entsprechend fördert. Insofern bin ich mal so ein bisschen skeptisch, was diesen Begriff der Hochkultur angeht, der an für sich nicht völlig falsch ist. Es gibt natürlich schon sozusagen Dinge, von denen wir als Museum zum Beispiel sagen, okay, wir müssen uns darum kümmern, dass die im Museum reinkommen, weil sie sind wichtig, kulturell wichtig. Wir müssen sie bewahren, wir pflegen sie, es kostet Geld, die öffentliche Hand nimmt Geld in die Hand, um diese Dinge zu bewahren, zu sammeln. Da muss man schon auch ein bisschen filtern. Das hängt immer von den Personen ab, die das dann tun. Das ist immer sehr subjektiv. Trotzdem ist Kunstgeschichte auch eine Wissenschaft. Da gibt es auch Kriterien dafür. Es wird neu verhandelt. Und jede Gesellschaft und jede Generation aufs Neue verhandelt, was ist ihr wichtig. Und ja, in diesem Prozess sind wir als Museum natürlich mit drin. Weil Sie es gerade schon angesprochen haben, auch Open Space und dass es weitere Bestrebungen gibt, benutze den Begriff nochmal Hochkultur sozusagen, oder dass das Museum sich breiter darstellt. Welche Bestrebungen gibt es da im Moment, die in der Planung sind? Gibt es da schon Orte, Aktivitäten, die man nennen kann? Im Augenblick noch nicht. Für mich war es eigentlich wichtig, diesen Open Space letztes Jahr, ich glaube, relativ erfolgreich initiiert und durchgeführt zu haben. Ich hatte gehofft, dass es damit weitergehen würde, nicht unbedingt unter der Ägide der Kunstsammlung, sondern sozusagen als etwas, was in der Stadt, von der Stadt selbst getragen wird. Das wird im Augenblick von der CWE, glaube ich, organisiert, was auch gut ist. Mit der genannten gesamten Corona-Geschichte ist das ganze Projekt, glaube ich, im Augenblick ein bisschen zum Alarm gekommen. Wir werden als Kunstsammlung werden wir hoffentlich im Sommer ein großes Ausstellungsprojekt zur Kunst im öffentlichen Raum organisieren können und eröffnen können. Ich hoffe im August oder im September. Das heißt, das werden 20 internationale Künstlerinnen und Künstler wurden eingeladen, im Stadtraum Projekte zu realisieren, in ganz unterschiedlichen Orten, sodass man nach Möglichkeit in einem Tag sozusagen so einen ganzen Parcours durch die Stadt machen kann und diese Kunstprojekte sich anschauen kann, sich mit der Stadt beschäftigen kann. Die Künstler gehen auf die Geschichte der Stadt ein, auf bestimmte urbanistische Fragen, soziale Fragen, auf wirtschaftliche Geschichten, auf historische Ereignisse. Ganz unterschiedliche Ansätze kommen dort zusammen und sollen ein Stück weit vielleicht auch nach dieser Zeit des Alarms des öffentlichen Lebens in der Stadt vielleicht ein Stück weit die Kunst und die Öffentlichkeit und den Stadtraum wieder zusammenbringen. Das ist zumindest mein Wunsch. Okay. Könnten Sie sich eine Ausstellung des Museums mit Kunst hier im Atomino vorstellen? Achso, das war die Frage. Wie ich sehe, hängt da schon die Ausstellungstechnik der Compton-Ausstellung hier. Grundsätzlich kann ich mir Kunst an vielen Orten vorstellen. Es kommt nur immer darauf an, da gibt es einfach ganz, ganz technische Fragen. Passt die Kunst dem Ort? Es muss eine Begründung geben, warum bestimmte Kunst an bestimmten Orten gezeigt wird. Einfach nur sozusagen des Populismus wegen finde ich uninteressant. Es muss irgendwie mit dem Ort arbeiten, auf dem Ort, den Ort reflektieren. Dann kann ich mir das grundsätzlich auf jeden Fall vorstellen. Man muss natürlich einfach schauen, stimmen die Sicherheitsbedingungen, stimmen klimatische Bedingungen, stimmen die ganzen Dinge, auf die wir achten müssen, dass Kunst sozusagen auch geschützt wird. Und da wird es natürlich in so einem Laden eher schwierig, vermute ich mal. Ja, man kann ja dann auch pro Bild irgendwie 10 Security-Leute hinstellen, die dann auch das tanzende, feiernde Volk ein bisschen davon abhält, irgendwie genau, die Bio-Nade dagegen zu spritzen. Ist dann die Frage, was es dann bringt. Also ich habe da keine grundsätzlichen Bedenken, nur es muss irgendwie auch Sinn ergeben in sich. Es muss ein gutes Konzept da sein. Ja, aber grundsätzlich sind Sie da auch frei im Denken auch zu sagen, das würde passen, man hat ein paar Rahmenbedingungen, die man anpassen muss, aber ansonsten sind Sie da offen, auch so solche Projekte anzugehen. Ja, es gibt, wie gesagt, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass sowas passieren könnte, weil einfach die Rahmenbedingungen nicht stimmen mit normalen Kunstwerken, Gemälden und Ähnlichem. Das wird einfach extrem schwierig und extrem teuer. Was wir zum Beispiel hatten bei der Ausstellung mit David Schnell war, dass David Schnell legt auch Musik auf und dann haben wir eine Kooperation, sind wir eingegangen mit einem anderen Club hier in der Stadt und haben sozusagen das zusammen gemacht. Und ich finde, es ist sehr wichtig und interessant auch zwischen den
Kulturen und zwischen sozusagen den Kunstgattungen auch irgendwie das zu überbrücken. Also Musik kann durchaus irgendwie auch was mit bildender Kunst zu tun haben, mit Video, mit Film. Ich finde es ein bisschen anstrengend zu sagen, das eine darf nur in dem einen Raum stattfinden, das andere nur im anderen Raum. Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll und entspricht auch nicht unserem eigenen Bedürfnis. Ja, weil Sie es gerade selber auch angesprochen haben, beziehungsweise weil wir auch an einem sehr bekannten Musikort sind. Welchen Raum hat Musik in Ihrem Leben? Sie hatte eine sehr, sehr wichtige Rolle gehabt. Ich hatte eine Tante, die in Paris lebte und sich sehr für Musik interessierte, Weltmusik, Jazz, für Rock'n'Roll, für was auch immer, Klassik, die uns als Kinder schon sehr viel mitgegeben hat an Musik. Wir waren dann auch entsprechend in den Clubs in Paris, in den Jazzclubs und so weiter. Und es hat eigentlich bis in meine Studienzeit immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Irgendwann nimmt einfach ein bisschen die Zeit nimmt ab dafür. Also es ist einfach... Man arbeitet sehr viel, hat eine Familie und irgendwann spielt Musik sozusagen nicht mehr die Rolle, die sie mal hatte. Ja. Weißt du, Genre nur Jazz oder gab es auch vielleicht auch Genre, die man ihnen, ich sag jetzt mal von außen, vielleicht nicht zutraut? Techno, Death Metal, Schlager? Was traut man mir denn von außen zu? Eher was man vielleicht nicht zutraut, also so weiß nicht, Rammstein. Ja, was würden Sie mir denn zutrauen? Was ich Ihnen zutraue, Klassik. Ja. Klassik höre ich sehr gerne, tatsächlich. Das finde ich sehr, sehr entspannt und inspirierend. Ich habe als Teenager viel eher Punkrock gehört, Hip-Hop gehört. Das war mir wichtig, dass ein wichtiges Konzert war, irgendwie für mich 94 Beastie Boys in der Knitting Factory in New York. Solche Geschichten waren mir sehr wichtig. Und habe dann als Teenager auch angefangen mit Jazz. Also ich würde das gar nicht so, genauso wie bei Kunst würde ich das gar nicht so schematisch sehen. Ich würde auch das eine nicht gegen das andere ausspielen. Also die Freiheit muss jeder von uns irgendwie im Kopf haben können, das zu hören, was gerade passt, worauf er oder sie gerade Lust hat. Ja. Wie oft laufen die Beastie Boys noch? Die laufen relativ häufig noch. Ja, tatsächlich. Auch im Büro? Ist das dann im Büro? Nein. Nein. Okay, hätte ja dann so, okay, Chef legt wieder irgendwie Beastie Boys auf, oh, jetzt mal eine halbe Stunde nicht reingehen oder so. Im Büro wird fast nie Musik gehört und wenn ich tatsächlich alleine bin und dann eher Dinge, die mir bei der Arbeit auch, bei der Konzentration auch helfen. Okay. Welche Ausstellungen in den städtischen Kunstsammlungen wurden wegen Corona verschoben? Daran sitzen wir jetzt im Augenblick. Das kann ich noch nicht so hundertprozentig sagen, weil ich nicht weiß, wann wir aufmachen werden. Ich hoffe, dass wir im Mai, vielleicht Anfang Juni langsam wieder öffnen können. Das weiß ich nicht. Und dementsprechend müssen wir die Szenarien anpassen. Ich hoffe, dass wir mit der Paris- und der Clara Mosch-Ausstellung, den Fotografie-Ausstellungen weiterkommen, dass wir sie verlängern können. Und eventuell die große Jubiläumsausstellung 100 Jahre Kunstsammlung in Chemnitz, dass wir die auf den Herbst verschieben können und dann die Herbstausstellung aufs nächste Jahr. Aber ich sitze da gerade dran und im Augenblick ist es schwierig, wirklich definitiv zu sagen, okay, was nicht starten wird. Was wird diese Zeit generell mit der Kunst machen? Ein bisschen früh zu sagen, weil wir mittendrin stecken. Insofern. Aber vielleicht ein Gefühl? Oder, genau, oder eine Vorahnung? Ich habe ein ambivalentes Gefühl. Zum einen ist es eine Zeit, eine Phase der vielleicht auch der Einkehr, der Ruhe, der Konzentration, ein bisschen zu sich kommen, ein bisschen aus dieser Hektik und dem Gehetztsein rauskommen. Und das gilt vielleicht auch für Künstlerinnen und Künstler, wobei natürlich muss man einfach sagen, die sehr viel prekärer natürlich unterwegs sind und da nimmt auch der Stress einfach zu, das ist völlig klar, also für den gesamten Kulturbereich, noch stärker wahrscheinlich im Musik-, im Theater-, im Opernbereich, der noch stärker davon betroffen ist. Das heißt, die Zeit der inneren Einkehr ist auch gleichzeitig eine Zeit einer hohen Prekarität. Das darf man nicht sozusagen verschönern oder beschönigen. Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass mal sozusagen eine Neubesinnung stattfinden wird. Welche Rolle spielt Kunst für unser Leben? Welche Rolle kann das in Krisen, also man sollte aus jeder Krise eigentlich auch lernen und auch was Positives ziehen. Und für meine Begriffe ist Kunst nicht das i-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen, was wir irgendwie uns leisten, wenn es uns gut geht, sondern Kunst ist etwas, was wirklich existenziell ist, was wir gerade jetzt brauchen. Und ich hoffe sehr, dass das auch andere Leute so sehen, gerade auch Leute, die über Finanzen entscheiden, über Strukturen entscheiden und dass Kunst weiterhin einen hohen Stellenwert haben wird im gesamten Land, in Europa. Aber auch in der Stadt Chemnitz. Chemnitz ist eine, für meinen Begriff, eine kulturell ambitionierte Stadt
und ich hoffe, dass diese Ambitionen erhalten bleiben. Also gehen Sie oder sprechen Sie schon davon, dass Kunst im Allgemeinen, also darstellende Künste, Bilder, Maler, Musiker schon eine Systemrelevanz haben? Weil das wird ja im Moment gerade so ein bisschen abgesprochen. Das ist immer eine Frage des Blickpunkts und wie man gerade fragt und was diese Person gerade macht. Systemrelevant sind für meine Begriffe Dinge, die wirklich einen am Leben erhalten. Natürlich, wenn Sie mich fragen, kein Künstler wird einen schwerkranken Corona-Patienten jetzt zum Überleben bringen. Aber Kunst halte ich für jenseits des rudimentären Überlebens, halte ich Kunst fürs Leben sehr, sehr wichtig, weil wir sie brauchen, um nachzudenken, weil wir brauchen, um Mensch zu sein. Wenn wir reine Maschinen wären, dann bräuchten wir keine Kunst, aber wir sind Menschen und Menschen brauchen, glaube ich, wirklich fürs Leben, nicht fürs Überleben, aber fürs Leben brauchen sie Kunst, ja. Okay. Haben Sie persönlich das Gefühl, dass der Ort Museum an sich ein Auslaufmodell ist? Nein, überhaupt nicht. Es gibt bestimmte Erscheinungsformen des Museums, die sind sicherlich überarbeitungsbedürftig, das denke ich schon, ohne dass man das sozusagen jetzt auf eine Zauberformel runterbrechen kann. Museen müssen sich überlegen, wie können sie sich öffnen, wie können sie Besucherschichten ansprechen, die nicht ins Museum kommen, das gehört dazu. Wir sind als Museum, haben wir eine Bildungsaufgabe, wir sind eine demokratische Institution, also gerade wenn man zum Beispiel 100 Jahre Kunstsammlungen denkt, 1920 gegründet worden, unmittelbar in Reaktion auf die Erfahrung des Ersten Weltkrieges, unmittelbar als Kind der jungen Weimarer Republik, da ging es um Demokratie und Teilhabe, Volksbildung, es ging um Schönheit, Ästhetik, es ging darum eben nicht, dass Kunst und Schönheit nur einer kleinen elitären Gruppe zur Verfügung stehen sollte, sondern eben in einer demokratischen Bildungsinstitution, einer großen Vielzahl an Menschen. Und ich glaube, dass dieser Auftrag nach wie vor da ist für die Kunst und für die Museen. Also es geht um Identität, es geht um Bildung, es geht um Ästhetik und es geht tatsächlich darum, dass das für möglichst viele Leute auch eine Art der Teilhabe und gesellschaftlichen Teilhabe sein sollte. Wir als Museum sind natürlich aufgefordert, diesem Auftrag auch gerecht zu werden und entsprechend zu überdenken, wie treten wir auf, sind wir autoritär, sind wir verschlossen, sind wir offen, sind wir durchlässig. Das sind alles sozusagen Dinge, die wir mit bedenken müssen, jeden Tag, indem wir handeln, indem wir Programme anbieten. Und ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist, aber dass wir auf einem ganz guten Weg sind. Das, was Sie gesagt haben, auch warum das Chemnitzer Museum gegründet worden ist, ist ja alles sehr schön, aber ist das wirklich der jungen Generation noch vermittelbar, warum diese Generation Museen noch brauchen? Oder ist es nicht auch nur ein Ausflugsort, mit dem man mal mit der Schule hingeht und das war's? Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Was braucht jemand? Braucht jemand ein Helene Fischer-Konzert? Braucht jemand das Atomino? Braucht jemand die Kunstsammlung? Ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Anforderungen, von Bedürfnissen. Und ich finde es schon mal sehr wichtig, dass Schulklassen ins Museum kommen. Das ist für einige der Schülerinnen und Schüler sozusagen die erste Begegnung überhaupt mit Kunst. Etwas, was sie nicht kennen überhaupt. Die Frage mit Ästhetik, die Frage mit Schönheit, Fantasie, das halte ich für unheimlich wichtig. Es liegt an uns natürlich als Museum, den Leuten auch zu vermitteln, dass es darüber hinaus auch für sie eine Relevanz haben kann. Und um diese Relevanz müssen wir natürlich immer kämpfen. Das ist unser Job, ja. Aber ich halte es deswegen nicht für ein Auslaufmodell, überhaupt nicht. Wenn politische Diskussionen stattfinden, gesellschaftliche Diskussionen stattfinden, ich denke jetzt zum Beispiel mal an das Jahr 2018 im Sommer, wenn die Institutionen außerhalb von Chemnitz, wenn Chemnitz wahrgenommen wurde, außerhalb der Stadt, dann waren es häufig die Kulturinstitutionen, die Theater, aber auch die Kunstsammlungen, die durch bestimmte Ausstellungen, die durch Diskussionsformate von sich haben reden lassen, die sozusagen Angebote gemacht haben zu diskutieren, die Räume geschaffen haben, in dem vielleicht auch Freiräume geschaffen haben, in dem man sich austauschen kann und auch kritisch diskutieren kann. Museen können das und wir können das als Kunstsammlung auch. Ob das jetzt jeder für sich als relevant betrachtet, erachtet, das kann ich nicht sagen. Das muss auch jeder für sich selber wissen, was für ihn wichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass man das sozusagen pauschal einfach so beurteilen kann. Okay. Wo sehen Sie die freie Kulturszene in einem halben Jahr in Chemnitz? Sie sind ja selber Chemnitzer Bürger mittlerweile, weil Sie hier arbeiten. Sie kommen ja auch mit der freien Kulturszene
in Berührung, privat und auch beruflich, weil Sie sagen, Sie gehen ja auch über Grenzen hinweg, Kulturgrenzen hinweg. Also wo sehen Sie das, was Sie beruflich, privat an freier Kulturszene mitbekommen haben, wo sehen Sie das in einem halben Jahr? Kann ich auch nicht sagen, ich habe keine Glaskugel. Ich hoffe sehr, dass die freie Kulturszene nicht zu sehr unter dem Corona-Schock leidet. Chemnitz hat eine starke Festivalszene. Das heißt, Ansammlungen werden dieses Jahr wahrscheinlich, wenn ich es so einschätze, Ansammlungen von mehreren Menschen, größere Menschenansammlungen werden wahrscheinlich verboten sein. Das heißt, bis August, September. Ich weiß nicht, ob das wirklich so kurz bleiben wird und ich hoffe nicht, dass das sozusagen sich negativ auf die ganzen Festivals auswirkt, die jetzt stattfinden werden. Ja. Wie könnte man das unterstützen, auch als Museum zu sagen, okay, die freie Kulturszene hat damit stark zu kämpfen, die Museen können eventuell auch eher öffnen. Also welche Synergien sehen Sie da, um Unterstützungen bieten zu können? Also ich würde mich freuen, wenn es sozusagen zum Beispiel im Rahmenprogramm der Jubiläumsausstellungen im Begleitprogramm Kooperation geben kann zu Themen, die eben die Stadt betreffen oder die Kunstsammlung betreffen, die Kunst betreffen. 100 Jahre Kunstsammlung ist ja nicht sozusagen nur diese Institution, sondern es ist auch 100 Jahre Kunst in Chemnitz. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich hier was ergeben würde. Bin absolut offen für jeden Vorschlag und möchte gerne auch sozusagen auf die entsprechenden Initiativen und Vereine auch zugehen. Das muss aber sozusagen ein doppelter Prozess sein. Es muss sich auch irgendwie sinnvoll einbinden in das Programm der Kunstsammlung. Okay. Jetzt noch eine sehr triviale Frage. Sie sagten ja schon, Sie haben keine Glaskugel, aber vielleicht auch da wieder das Gefühl ein bisschen mit ranziehen. Und zwar, wird Chemnitz Kulturhauptstadt werden? Und wenn ja, warum? Ich denke ja, dass Chemnitz Kulturhauptstadt wird. Glauben Sie nicht? Ich bin quasi gefühllos. Also von daher, Sie sind hier der Gast mit Gefühlen. Deswegen wäre es schön einfach, warum wird es denn? Also warum wird Chemnitz gegenüber den anderen Städten wie Magdeburg, Nürnberg, Dresden ist ja schon raus, ja. Auch die Metropolregion, sage ich mal, die Dreiländerregion, ja. Zittau ist auch raus. Also was macht da jetzt für Chemnitz den Unterschied, dass Chemnitz Kulturhauptstadt wird 2025 und was ist der Grund dafür? Ich glaube, dass Chemnitz viel zu bieten hat, sich wahnsinnig anstrengend. Was hat Chemnitz zu bieten, Ihrer Meinung nach? Chemnitz hat zu bieten, dass es kämpft, dass es aus der Krise lernt. Ich glaube, das ist keine Stadt, der etwas in den Schoß gelegt wurde. Und ich glaube, dass gerade dieses aus den Krisen lernen, das Thema ist ja auch Aufbrüche, Umbrüche, diese bruchhafte Situationen, das erzeugt viel Energie und kann auch viel kreative Energie erzeugen. Und ich hoffe sehr, dass für diese Kulturhauptstadt-Bewerbung eben aus dieser Krisensituation heraus viel Energie auch in das Bitbook laufen wird. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Chemnitz nicht aus Mitleid, sondern weil es einfach eine gute Bewerbung hinlegt, weiterkommt. Ob es am Ende wirklich klappt, weiß ich nicht, aber ich finde schon den Prozess sehr, sehr wichtig. Und ich drücke der Stadt und ich drücke den Kunstsammlungen natürlich auch, weil sie auch ein Teil natürlich dieser Bewerbung sind, aber ich drücke vor allen Dingen der Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern wirklich die Daumen, dass sie weiterkommen, weil ich glaube, die Stadt braucht das sehr viel mehr als manche andere Städte. Es kann eine Chance sein, wirklich nach Europa. Und es kann eine Chance sein, sich sozusagen noch weiter zu internationalisieren, zu professionalisieren und viel Kultur in die Stadt zu bringen. Und die Chemnitzerinnen und Chemnitzer müssen das auch wollen, das ist ganz wichtig. Es muss von den Menschen hier getragen werden und ich hoffe sehr, dass wir es gemeinsam auch schaffen. Wir wollen es nicht annehmen, aber wenn Chemnitz es nicht wird, was kann trotzdem aus der Bewerbung heraus bleiben? Also was wird bleiben, was kann man mitnehmen, vielleicht auch aus den Dingen, die im Bitbook stehen, alles kann man ja nicht umsetzen, das ist ja auch von Anfang an klar gewesen, aber es war auch klar, dass einige Dinge umgesetzt werden, also welche Effekte, welche positiven Effekte, welche Veränderungen kann man dadurch herausziehen und mitnehmen? Also ich bin mir sicher, dass im Laufe dieser letzten zwei Jahre beim ersten Bitbook und beim zweiten Bitbook jetzt so viele gute Ideen, gute Projekte zustande kommen, Konzepte entwickelt worden sind, die der Stadt einfach gut tun. Und ob wir das jetzt alles auf einen Schlag dann realisieren können, weiß ich nicht. Aber es entsteht zumindest das Gefühl, es steckt hier viel Potenzial drin und wir können mit gutem Willen und vielleicht auch ein bisschen finanzieller Anstrengung doch einiges aus dieser Stadt auch machen auf dem kulturellen Gebiet. Und dafür brauchen wir die Kulturhauptstadt, das wäre wunderbar, aber vielleicht geht es auch in einem kleineren Maßstab auch ohne Kulturhauptstadt.
Aber schön wäre es schon. Das wäre ganz wichtig, ja. Klar. Ja. Gibt es für Sie die Möglichkeit zu sagen, wenn es für 2025 nicht werden, dann später sich wieder zu bewerben, wenn eine deutsche Stadt oder Deutschland, sage ich mal, in dem Bewerbungsprozess dann wieder drin ist? Warum denn nicht, klar. Es gibt aber auch noch andere Projekte. Also Kulturhauptstadt ist ganz wichtig, aber es gibt auch andere große internationale Projekte, bei denen Chemnitz mitmachen kann. Insofern, ja, warum nicht? Also was wäre da so Ihr Vorschlag, wo Chemnitz sich da noch bewerben könnte, würde, sollte? Ach, schauen Sie sich mal ein bisschen auf der Karte um, auf der Landkarte. Also ich glaube, ich will da jetzt nicht zu konkret werden, aber es gibt durchaus, Chemnitz hat gezeigt, dass es Ambitionen haben kann, dass es schaffen kann. Ich glaube, es war ganz wichtig, die erste Runde zu schaffen. Das gibt der Stadt auch Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Und ich glaube, die Stadt sollte diesen Anspruch aufrechterhalten, international eine Rolle spielen zu wollen. Und das sollten wir schon weiter verfolgen. Und darauf auch stolz sein zu können. Absolut, ja. Absolut. Sich nicht verstecken. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich hinter anderen zu verstecken. Es ist eine Stadt, die viel zu bieten hat, eine gute Kreativszene hat, die viele interessante Orte hat. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass man sich hier in irgendeiner Form versteckt. Vielen Dank. Ich denke, es waren großartige Abschlussworte. Vielen Dank, danke. Herr Dr. Bußmann, dass Sie heute hier waren. Und ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen. Ja, ihr dürft gerne einen Kommentar da lassen oder ein Like oder auch gerne in der Bio nochmal unter dem Beitrag schauen und dann eure freiwillige Rundfunkgebühr leisten. Das war die letzte Folge von Zentraltalk Spezial. Nächste Woche am 30.04. geht es dann mit dem gewohnten Team Eisner und Geißler weiter mit Lutz Stolberg. Anderthalb Stunde Musik und Gespräch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ihr Räuber.